Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe vor einiger Zeit zwei Gimbals vorgestellt. Und ich habe jetzt hier wieder zwei Gimbals von Hohen. Und der liebe Rudi, Grüße gehen raus an Rudi, hat gefragt, ob die noch welche haben, die preisgünstiger sind. Weil die ich vorgestellt habe, die waren über 100 Euro. Ob sie auch welche haben unter 100 Euro. Und die beiden sind unter 100 Euro. Und da habe ich einfach mal nachgefragt, wie sieht denn aus? Kann man die auch testen? Also könnte ich die auch bekommen zum Testen? Weil da hat ja nicht nur Rudi, da haben ja auch andere nachgefragt. Wobei das wieder ein Sonderfall ist. Also das ist ein reines Gimbal. Das werden wir auch gleich auspacken. Und danach machen wir noch ein Unboxing. Da mache ich aber jetzt nicht hier mit der Kamera. Dann machen wir hiervon noch ein Unboxing. Das ist nämlich so eine Art Selfie-Stick, aber auch Gimbal. Ja, das sieht man hier vielleicht. So, das ist hier auch Teleskopstange, ist auszuziehen. Und da kann man es hinstellen. Ja, und die beiden werden wir dann gleich unboxen. Also, sie werden natürlich nicht zum gleichen Tag online kommen. Die kommen an verschiedenen Tagen. Das müsst ihr ja verstehen. Aber die werden wir auspacken und hardwaremäßig testen und dann mal gucken, was sie hergeben. Also, den von Hohem, den ich für meine Kamera, also für mein Handy habe, den habe ich schon ein paar Mal benutzt. Richtig geil. Also den größeren. Jetzt bin ich mal gespannt, weil hier war die Machart von dem war ganz cool. Also wie die festgemacht ist. Und der hat mich halt gereizt wegen seiner Selfie-Eigenschaften und auch, dass das Handy so reingesteckt wird und so. Also das sah ganz knorke aus und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja auch bestimmt interessant. So, nichtsdestotrotz, ich quatsch drum rum. Wir wechseln in die Unboxing-Ansicht. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon am Unboxing-Tisch. Wie gesagt, beide haben wir jetzt hier. Die Hohem X2, also iSteady X2 oder X2 iSteady. Und dann diese, wo ich gerade gucke, ob die heißt nur iSteady. Smart Sleeve Gimbal. Aber er hat jetzt keinen speziellen Namen. Ja, also. Doppelnamen, Hohem und halt iSteady. Aber egal. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der größeren Variante an. Die hat nämlich auch eine Fernbedienung, das muss ich euch auch zeigen. Finde ich vom. Also ich finde beide für das, was sie ausgelegt, sind echt klasse. Weil ich kenne sie ja nur von Bildern her und von der Beschreibung. Die sind halt kleiner als. Das große, was ich euch gezeigt habe, heißt aber nicht, weil die kleiner sind, dass die schlechter sind. Ganz im Gegenteil. Die haben Features. Müssen wir erstmal gucken. Ach ja, da geht's auf. Joyet. Okay, gucken wir mal. Hoppala. Hier haben wir dann eine Karte. Hier haben wir die Software. Download-App. Hohem. Das werden wir alles im Hardware-Video machen. Weil da weiß ich jetzt nicht, ob es die gleiche ist oder ob es wie bei dem alten oder ob das schon eine neue ist. Das werden wir nachher alles testen. Wir wollen jetzt erstmal nur auspacken, gucken, uns angucken, was hier alles drin ist. So. Dann haben wir halt praktisch hier. Ah, okay. Ist ja geil, die hat hier einen Feststellmechanismus für unterwegs. Da wackelt sie nicht, dadurch kann der Motor nicht kaputt gehen. Einfach so.
Also praktisch, das ist ja der Mechanismus, der das Handy hält, ja? Wo ich bei sage, das ist ja gut, das geht ziemlich weit auseinander, okay. Also, einfach hier runter. Geht auch ganz leicht. So, rangedrückt. Dann ist es fest. Und dann braucht er nur hier, zack, wo das Handy halt und geile Sache. So, aber egal. Wir machen erstmal weiter. So, dann haben wir hier eine ganz winzig, winzig, winzig kleine Fernbedienung mit einem Herzen als Symbol, auch in der Mitte. Wirklich alles auch gut zu bedienen, obwohl sie so klein ist. Hier oben haben wir dann noch an und aus. Ah, Batterie ist auch drinne. Ich hoffe, das Band dafür ist mit drinne, weil das finde ich ein bisschen. Das finde ich. Da, also da, das ist so ein Ding, wo ich sage, geil, aber ich bin der Erste, der das verliert. So, das ist dann wieder ein Standfuß, damit man es auch hinstellen kann, den Gimbal, und praktisch dann halt mit der Fernbedienung für TikToks oder so von Weitem anmachen kann, und dann macht man eine kurze Aufnahme, kann ausmachen und hast nicht gesehen, und die steht dann halt und fixiert ihn ja und steht dann halt auf dem Standfuß dann fest. Wir haben auch hier wieder USB-C. Also schnelles Laden. Und vereinheitlicht alles. Also super. Darunter ist nix. So. Und hier haben wir dann auch noch Sachen drin. Die gucken wir uns jetzt auch noch mal an, was hier drin ist. Wir werden sie heute noch nicht betriebsbereit machen, das schaffe ich von der Zeit nicht. Ich muss nämlich gleich hoch zum Armbrot, sonst reißt mir meine Frau den Kopf ab. Auch nochmal ein dickes Anleitungsheft. Ich hoffe, auf der ersten Seite steht vielleicht drauf die Sprachen. Ja, User Manual Benutzerhandbuch, DE. Also ENJPKRDEITFRES und RU. Also, wir haben schon mal eine deutsche Anleitung. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass keine mit bei ist, weil ich habe ja jetzt mehrere Hohem-Produkte schon gehabt hier, und die hatten immer eine deutsche Anleitung. Ach, geil. Damit es nicht einstaubt oder das ein Säckchen für oh, das ist ja geil. Wo man es reinmachen kann. Das ist geil. Auch für das Auto. Nimmt damit ins Auto, wenn man unterwegs ist, und zack, liegt es da, nimmt man raus, liegt hier im Sack mit drin, im Handschuhfach. Voll geil. Voll geil. So. Das werden wir dann alles testen. Aber ich muss mich wirklich an. Am liebsten würde ich jetzt gleich loslegen. Aber dann komme ich erstmal zum Armbrot zu spät. Und das heißt, ich würde dann die nächste Zeit nicht mehr streamen können, weil meine Frau mir das Nudeleisen um die Ohren haut. Nein, so schlimm ist meine Frau nicht, aber ich habe versprochen, dass ich halt beim Armbrot dabei bin. Auch wenn ich kein Armbrot esse. So, dann packen wir das mal wieder akkurat ein. Da bin ich gespannt, ey. Da bin ich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, muss ich echt sagen. Ich muss mich da nämlich echt zu zwingen, weil ich habe schon oft genug angefangen, Unboxing. Ach, na gut, dann wird es gleich eine Hardware. Und dann hast du halt kein Unboxing, dann hast du halt ein Hardware-Video, wo alle drin ist mit Unboxing. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ja schon, dass ihr wieder, weil viele haben meckert, weiß ja, dass einige von euch nur die Unboxings gerne gucken wollen. Auch die Produkte, die sie gar nicht haben wollen. Einfach nur Unboxing, mich auspacken sehen und quatschen hören. Dabei, und ich werde mir Mühe geben, wieder mehr Unboxings zu machen und nicht alles am Stück. Versprochen. Fangen wir hiermit auch gleich an. Unboxing ist fertig. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, im Hardware-Video, wo wir dann testen werden. Ich bin gespannt. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.